Ich begrüße euch in mein Tagesenergie am 18. April 2017. Die Energie des Tages ist überlegen, was steht im Weg, was hindert uns bei Vorwärtsbewegung, was hindert uns noch, dass wir Erfolg haben. Da verabschieden, loslassen, orientieren, was ist es genau? Und schauen wir an, wie trifft es die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen brauchen gerade die Ruhe. In Ruhe liegt die Kraft. Und die Steinbock-Geborenen haben auch diese Kraft, auch Glück haben sie gerade, etwas in Bewegung setzen. Die haben gerade Erfolg, auch beruflich, auch in die Liebe. Aber sie sollen achtsam sein, weil es kommen auch Einflüsse von außen. Das ist die Ungerechtigkeit oder versucht jemand das zu verhindern. Also sollen die Steinbock-Geborenen etwas achtsam sein und auf ihren eigenen Kraft und ihren eigenen Glück vertrauen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben Ideen und Pläne in die kommenden Tagen. Kommt etwas in Bewegung und sie können das bewältigen mit Leichtigkeit. Wichtig ist, in Kraft zu bleiben, weil sie brauchen auch diese Kraft in die kommenden Tagen, das auch zum Erfolg bringen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Heilenergie. Es ist auch alles im Fluss. Wo die Fischengeborenen noch enttäuscht sind, weil kommen alten Gefühlen hoch. Oder haben Sehnsüchte und haben das Gefühl, das kommt nicht zur Erfüllung. Das ist die Liebe, Partnerschaft. Das wird aber in den kommenden Tagen, Wochen etwas leichter und besser. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen haben Orientierung. Hier sind Veränderungen und Umbrüche. Die haben auch die Klarheit. Aber es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues anfangen. Sie brauchen ein bisschen Geduld, Zurückgezogenheit und Kraft. Und in den kommenden Tagen geht es auch alles leichter. Es kehrt etwas zurück, auch in die Liebe. Es ist auch eine wichtige Nachricht zum Erwarten. Es ist nicht alles sofort da, also die Wiedergeborenen brauchen gerade Geduld. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben die Kraft, etwas in Bewegung setzen. Es ist vielleicht ein Termin oder eine Nachricht, zögert sich noch, aber ist trotzdem etwas in Bewegung. Und die Stier, besonders die Stierdamen, haben auch Glück in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen orientieren sich gerade, haben vielleicht auch klare Ziele, aber die fühlen noch ein bisschen unsicher. In die kommenden Tagen kommt Leichtigkeit und Kraft und Mut, das auch umzusetzen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen überlegen, was hindert im Weg, was hindert etwa bei Erfolg, wovon sollen sie verabschieden, was sollen sie loslassen, weil es sind noch Hindernisse da und die Krebsgeborenen sollen den Weg frei machen. Dann kommt Erfolg. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Kraft und Mut. Aber sie können gerade das nicht richtig einsetzen oder fühlen sie sich noch unsicher. In die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, aber sie sollen in Kraft bleiben und dazu brauchen die Löwengeborenen gerade Ruhe. Bei den Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen kommt etwas in Form. Die können ihre Pläne jetzt umsetzen in Realität. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen. Fühlen sie sich ungerecht behandelt. Sie haben auch das Gefühl, es geht nichts voran. Sie fühlen sich auch kraftlos. Ein bisschen Geduld noch. In den kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit. Kommt etwas in Bewegung. Eine wichtige Nachricht kommt auch. Im Augenblick eher zurückhaltend sein, abwarten, die Ruhe bewahren und die Kraft
sammeln und im Vertrauen bleiben. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren, kommt etwas im Fluss, kommt etwas in Form. Wichtig ist aber auch damit bewusst sein, was können Sie selber tun, dass etwas in Bewegung kommt, dass Sie Erfolg haben, sollen in bestimmten Situationen aktiv sein. Das bedeutet, eine Nachricht senden oder Kontakte selber suchen, also Schritte machen, Schritte auf anderen zuzugehen. Das betrifft auch die beruflichen Situationen, dass sie selber das im Hand nehmen, oder betrifft auch die Liebe, dass sie, auch die Damen, besonders die Damen, auf anderen zuzugehen. Mal ein E-Mail schreiben oder anrufen, dass die Kontakt wieder da ist, haben sie mehr Glück damit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen orientieren sich gerade. Sie brauchen momentan viel Ruhe und Kraft. Sie fühlen sich enttäuscht in die Liebe, Partnerschaft. In die kommenden Tagen kommt aber Verbesserung und bald erleben die Schützengeborenen glückliche Momente in Liebe und Partnerschaft. Und das war meine Tagesenergie. Und zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete, auch telefonisch. Und dann befindet sich meine Telefonnummer und ich freue mich auf die Anrufe, auf die Gespräche. Nicht nur als Astrologin, ich bin auch Kartenlegerin und auch Medium. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.